Hallo und willkommen zum neuen Flohmarkt-Pickup-Video. Ja, es ist heute wieder Sonntag gewesen. Zwei Flohmärkte haben mein Bruder und ich durchstöbert bei Sonnenschein und oh, so 26 Grad war es wohl mindestens. Inzwischen ziehen so ein paar Wolken auf, aber immer noch sehr gutes Wetter. Aber ihr wollt wissen, was haben wir gefunden? Das zeige ich euch gleich. Ja, was waren das für Flohmärkte? Das waren Flohmärkte vom gleichen Betreiber. Das ist so ein, veranstaltet eigentlich grundsätzlich viele Flohmärkte im Jahr. Immer gemischt, das private Leute, aber auch sehr viele Händler und auch Schrotthändler, Trödelhändler, ja, die Eintrümpler und so weiter. Auch sehr viele ausländische Verkäufer. In dem Fall waren zwar auch Gamehändler da, da haben mein Bruder und ich aber gar nicht geguckt diesmal. Wir sind also die normalen Sachen abgegangen und wir haben eine kleine feine Ausbeute von zwei Flohmärkten. Und ich muss sagen, diesmal, ja, es ist abwechslungsreich. Ja, das kann man auch sagen, abwechslungsreich. Den Anfang machen Spiele. Ja, ich fange mit Spielen an, aber Brettspielen oder Kartenspiele. Kartenspiel zum Beispiel ist das hier. Batman, Poker gegen Joker von 1989 zu dem Film eben Batman von Tim Burton mit Jack Nicholson und Michael Keaton in den Hauptrollen. Ja, das gab es für 2 Euro. Ja, echter Klassiker. Fand ich witzig, deswegen habe ich es mitgenommen. Ja, und dann kommen größere Brettspiele. Das Spiel habe ich eigentlich schon. Ich dachte, ich habe es aber verwechselt mit einem Add-on, Brettspiel-Add-on, von Siedler, von Catan. Und zwar die Seefahrer, die Erweiterung zu dem Ganzen. Ja, das Witzige, ihr seht es, es ist sealed. Und ich habe dafür 4 Euro nur bezahlt. Ja, deswegen habe ich es mitgenommen und ich habe schon eine Version. Ich muss mal gucken, welche ja, besser ist. Die sealed natürlich. Ob es die Holz- oder Plastikvariante ist, weil das ist schon ein Unterschied, je nachdem, wie die verwendet werden. In dem Sinne, nicht alles ist dann kompatibel. So, mein Bruder hat, also das habe ich gefunden, mein Bruder hat auch 2 Brettspiele gefunden, die müssen noch richtig, die sind sehr lose noch drin, deswegen muss ich vorsichtig sein. Und zwar haben wir hier so ein Fantasy-Spiel, ein fantastisches Abenteuer, Rückkehr der Helden. Ich muss sehen, sehr viele Teile, es klirrt. Na, ich kenne es jetzt nicht. Ich versuche es mal so ein bisschen zu zeigen hier hinten. Also, es sieht, ja, kann man sagen, sehr abenteuerlich raus. So ein bisschen Rollenspiel-like, eben auf Brettspielebene. Und ein ähnliches Spielprinzip wahrscheinlich, kenne ich aber auch nicht, mein Bruder fand es sehr faszinierend, ist Rail Raiders Infinite. Auch so ein Brettspiel oder so ein Action Battle Game. Ich kann dazu nichts sagen. Ich glaube, hier dafür 5 bezahlt und hier um die Tier 10 bezahlt für. Also, das kann man so sagen. Das war ein Bundle noch mit einem Computerspiel. Beziehungsweise, ja, die wollten erst 12 haben, er hat aber im Endeffekt 10 bezahlt, weil er noch das Computerspiel mitgenommen hat, wo man 5 wollte. Somit hat man 2 Euro entgegengekommen. Ja, und jetzt geht schon mit anderem Stuff weiter, weil die Brettspiele sind aus. Ich fange an mit einer kleinen Plüschfigur, die ich für meine Schwester mitgenommen. Die sammelt Disney und hier gab es von McDonald's, von Dschungelbuch, ein Balu. Fand ich süß. Den gab es für 50 Cent, glaube ich, oder 1 Euro. Ich glaube, ich habe Euro oder 50 Cent habe ich abgegeben. Ja, und dann gibt es, ist schon zu Computerspiel, aber die stehen mir jetzt hier auch bei den anderen Sachen, deswegen muss ich die vorziehen. Disney Infinity Figuren. Ich finde die ja richtig cool. Auch wenn das Spiel so lala ist, aber zum Hinstellen sind die Figuren richtig toll gelungen und wenn man so ein bisschen sucht, findet man sie auch zu günstigen Kursen. Wir haben jetzt, ich habe jetzt hier 5 Figuren und wir haben einmal den hier, den nicht, aber so glaube ich 3 Euro pro Stück kann man gut durchschnittlich sagen, bezahlt. Einmal 2, aber es reicht durchs Bundle. Habe ich hier einmal Ralf Reichts, richtig cool.
Der sieht auch richtig klasse aus. Passend dazu die Penelope, auch richtig hübsch. Dann gab es ein Syndrom von Incredibles, auch richtig cool. Und passend dazu eine Violet. Da fehlt mir, glaube ich, jetzt nur noch die Mutter und der Sohn. Ich weiß gar nicht, ob es das Baby gibt, aber auf jeden Fall, davon haben wir schon Mr. Incredible, jetzt haben wir auch Violet. Ist auch ein sehr beliebter Disney-Charakter. Und passend noch zu Disney, richtig klasse, Mickey Mouse aus Phantasia, so mit so einem durchsichtigen Mantel, richtig cool, finde ich richtig, richtig hübsch. Ach, kann man auch da hinlegen. Ja, das waren jetzt so Figuren, Computerspiele, aber auch ein paar gefunden, nicht viel, nur eine Handvoll, aber ja, lässt sich sehen. Dann hat mein Bruder noch zwei Bücher gefunden von Das Schwarze Auge. Da sammelt er welche, aber sind auch immer nicht so leicht zu finden. Und zwar haben wir einmal hier Schattenflüstern. Das ist die Nummer 104, das ist so eine Nummer neben halt drauf. Dann haben wir hier Sieben Winde. Das ist die 91. Da haben wir das. Ja, dann habe ich gefunden. Na, komm. Also die gab es, glaube ich, für je 4 Euro das Stück. Buchhändler, aber ja, sie findet man auch etwas seltener. Und, bei einem anderen Händler, so einem Grabbeltisch, Händler, ja, vielleicht so ein bisschen Grabbel, habe ich gefunden für 50 Cent. Oder, nee, 1 Euro habe ich bezahlt. Nur die Kassette ohne Cover, Batman Episode 3 oder Nummer 3, die Schüler des Verbrechens. Sieht man auch selten, ist eine Serie, die von 1989, von UH, sagt mir nichts, aber ich dachte mir, nimm mit, habe ich noch nie gesehen und wer weiß, vielleicht ist die seltener und das war so ein Glücksgriff. Ich würde mich wahrscheinlich auch verlassen, aber ich habe sie mitgenommen, weil sie seltener ist. Dann gab es noch für 5 Euro, glaube ich, hat mein Bruder mitgenommen, hier von Borderlands 3, eine kleine Figur. Hier ist das schöne Cover, aber das ist der Claptrap drin. Wenn ihr euch erinnert, in einem anderen Flohmarkt-Video haben wir einen großen gefunden. Das ist jetzt so ein kleiner Claptrap, richtig cool. Das ist, glaube ich, aus so einer Lootbox oder irgendeiner Special Edition oder von, ich weiß es gar nicht. Von GameStop, kann ich so auch nicht sagen, aber war schon cool. Ja, dann kommen wir zu Film. Das ist auch ein ganz gut. Film gab es auch ein bisschen. Ich habe eine Videokassette mitgenommen, auch nicht für mich jetzt eigentlich mehr so, auch zum Abgeben, weil die sieht man aber seltener. Von DuckTales, Jäger der verlorenen Lampe. Das ist der von der klassischen DuckTales-Serie, der Kinofilm. Ja, hier steht ja auch der Original-Kinofilm, der nie im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Gab es von Euro. Ja, habe ich für eine Sammlung mitgenommen. Kann man auch so sagen. Ja, und dann kommen wir zu den Filmen, die wir so allgemein mitgenommen haben für unsere Sammlung, für mich und meinen Bruder. Interessanterweise sogar eine DVD dabei, aber auch nur durch Zufall, weil ich sie gefunden habe. Wird natürlich auch abgelöst werden in eine Blu-ray-Edition, wenn man den zufällig findet. Aber ist halt ein Klassiker mit Michael J. Fox, ein Concierge zum Verlieben. Auch eine sehr schöne, ja, romantische Komödie, kann man so sagen, ja. Der hat mich 1 Euro gekostet, genau. Für 2 Euro gab es Bohemian Rhapsody, auch ein großartiger Musikfilm um Queen. Muss ich mir auch nochmal wieder angucken, jetzt habe ich die Gelegenheit. So, und dann gab es, ich glaube, die gab es für G4. Einmal die erste Staffel Shadowhunters. Mein Bruder mag die Serie, deswegen hat er gesagt, komm, haben wir noch nicht in der Sammlung und für den Kurs kann man sie gern mitnehmen. Und die hatten auch für 4 Euro Aristocats. Disney-Klassiker und da macht man nicht viel falsch. Vor allen Dingen, ich habe ihn noch nicht in der Sammlung gehabt. Also viele Disney-Filme. Ja, ich habe auch Disney Plus. Könnt ihn digital gucken, aber ich bin so ein physischer Typ, der braucht das. Ja, soll ich mit Computerspielen weitermachen? Ja, ich mache mit Computerspielen und dann mache ich noch so was
gehe ich nochmal im Bereich Film zurück. Ihr werdet gleich sehen, warum ich Anführungsstrich mache. So, Computerspielen. Als allererstes habe ich am Tisch gefunden Handbücher. Ich habe jetzt 2 Euro bezahlt. Eigentlich auch nur, falls ich es mal vervollständigen will, obwohl ich habe es vollständig. Auch einmal sogar zum Verkauf. Civilization 2, das Handbuch mit Karte und so weiter. Ich fand es irgendwie interessant. Ich kann sowas immer da nicht liegen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, nimm es mit. Also wenn einer von euch übrigens das zur Vervollständigung braucht, schreibt mich gerne an. Ne? Da gibt es immer Möglichkeiten, mich anzuschreiben, zum Beispiel über meine Facebook-Seite, die ist ja verlinkt mit dem Kanal, da kann man mich anschreiben, über shortreview.de, da gibt es auch eine E-Mail-Adresse, da kann man auch, ne? Die gibt es ja nicht umsonst da oben, www.shortreview.de, darüber ist auch eine E-Mail zu finden und da kann man mich anschreiben. Ja, so, Computerspiel, was hat mein Bruder noch, oder was haben wir noch gefunden? Das hat mein Bruder gefunden, das fehlt ihm noch in der Sammlung, er hat es nur digital gehabt, für den Nintendo 3DS Super Mario 3D Land. Gab es für einen Zehner, er hat da auch nicht gehandelt, das war jemand, der halt seine Sammlung verkauft hat, so ein bisschen oder reduziert hat und kannte sich auch aus und ist in gutem Zustand, sagt man nicht nein. Das gab es einmal und dann gab es ein PlayStation 4 Spiel und zwar PlayStation VR. Das war das Spiel, was mit dem Brettspiel kam, das sollte 5 Euro kosten. Es ist halt interessant, Farpoint nennt sich das. Ich kenne es nicht, aber dadurch, dass mein Bruder sich mit VR beschäftigt oder auch überhaupt beruflich damit zu tun hat, ist er immer gerne am gucken, was es da so gibt oder wie es funktioniert und ob es sich spielt. Ja, und wie gesagt, das ist ein Mischmasch von beiden Flohmärkten. Da war auch viel nichts. So, dann das war bei einem typischer Kramhändler mit Handys und sonst was. Er hat auch ein paar Games da bei sich liegen gehabt. Das sind jetzt 3 Games, die wir gefunden haben. Alles für die PlayStation 3. Zusammen, ich überlege gerade, 12 Euro, glaube ich. Der ließ nicht viel mit sich handeln, aber als eines zielt, habe ich nur eine Pressefassung gehabt, aber deswegen ist es nochmal so mit Cover jetzt in der Sammlung, Remember Me. Auch kein schlechtes Spiel, richtig cool. Ist von den Machern auch von Life is Strange und von Capcom vertrieben. Und dann habe ich noch 2 Promos gefunden. Die sollten je 3 kosten und da wollte 11 Euro bezahlt er nicht. Mehr hat er sich nicht runterhandeln lassen. 10 wollten wir, aber hat er nicht gemacht. Und zwar habe ich jetzt hier 2 Pressefassungen oder Promos von Bulletstorm für die PlayStation 3 und für die PlayStation 3 007 Bloodstone. Das ist ja mit Daniel Craig vorne auf dem Cover gewesen. Ja. Da kann man jetzt auch nicht viel sagen. Ja, und was habe ich dann noch gefunden? Durch Zufall habe ich LPs gefunden. Vinyl. Ich höre kein Vinyl, deswegen für mich sind das wirklich Sammlungsstücke teilweise, weil ich sie einfach vom Cover geil finde. Mehr nicht. Ich bin auch kein Hörer von Samplern, also wenig die Songs, aber wenn die Covers stimmen, muss ich es mitnehmen. Und hier ein mega geiles Cover. Von einem Film, den ich so nicht mehr auf der Liste hatte, Bachelor Party. Könnt ihr sehen, mit Tom Hanks. Das ist ein ganz junger Tom Hanks, richtig cool. Ihr könnt ja auch noch ein paar Bilder vom Film sehen, richtig cool. Ja, die Vinyls, die ich jetzt hier zeige, ich habe 5 Stück mitgenommen, habe ich hier 2 Euro bezahlt, habe ich dann auch nicht gehandelt. Ich hätte ich machen sollen, aber ich weiß nicht, ich fand das dann auch fair. Vor allem eine wird auf jeden Fall teuer gehandelt, auch wenn die eine kleine Macke hat. Aber ich fand es richtig cool. Allein das Cover fand ich toll. Also ich habe dann alles, was filmbezogen war, mitgenommen. Genauso wie das, auch das Cover mag ich und auch den Film. Fletcher Troublemaker mit Chevy Chase. Richtig coole Komödie. Er ist ja so ein Detektiv, der sich verkleidet. Richtig cool. Hier ist ein Manko leider hier so reingesägt worden. Ich weiß nicht, ob die das ein Reduzierzeichen war oder ob das irgendwie passiert ist, als jemand. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht warum. Ist nur schade. Aber ansonsten ist es sehr schön. Die sind auch Platten, sind alle in sehr gutem Zustand. Ist jetzt nicht wirklich was hinten drauf. Aber die habe ich dann im Bundle eben halt mitgenommen. Genauso wie. Ja,
Ach so, ja, und zwei Platten, die haben an der Wand gehangen, die haben leider Löcher drin von Pins, aber hier ein mega geiler Film, kann ich auch noch sagen, ne? Also lieber Mate, ne? Der Film ist gut. Weird Science, oder besser bekannt als Lisa, der helle Wahnsinn. Die LP mit dem Soundtrack, beziehungsweise den Song-Sampler, aber richtig cooles Cover. In den Ecken sind Löcher so drin, die LP ist top. Es hat leider an der Wand gehangen und hier ist eine kleine Macke, aber wie gesagt, für 2 Euro. Hier ist jetzt auch nichts hinten drauf, aber eben halt, ja, der Weird Science Song von Oingo Boingo, das ist übrigens Danny Elfman, der auch viel Musik für Tim Burton Filme macht. Ich gucke gerade, die Songs wird man wahrscheinlich kennen, wenn man das anschaut. Dann Turn It On von Kim Wilde, also cool. Naja, wie gesagt, ein wahnsinnig tolles Cover. Fand wohl auch den Vorbesitzer, der es ja eben halt an die Wand gepinnt hat. Ja, dann habe ich gefunden, bevor ich den letzten Film direkt zeige, das ist jetzt kein Film, die LP, aber die Combo der beiden Sänger musste mit und es ist eine Maxi, aber ich fand es einfach nur geil. Falco meets Brigitte Nielsen. Body Next to Body. Den Song habe ich völlig verdrängt. Er ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, von 1987. Ja, seht euch das an. Beide haben die Seiten das gleiche Cover. Ist halt, wie gesagt, eine Maxi. Einfach nur cool. Ja, und Falco geht sowieso. Da bin ich mit aufgewachsen. Echt, echt Wahnsinn. Naja, und wo wir bei Brigitte Nielsen sind, ich habe hier noch einen Soundtrack auf LP. Leider auch, wie gesagt, in den Ecken mit Nadeln durchstochen, aber trotzdem, das Ding findet man so nicht. Aber das Cover ist auch mega. Guckt euch das an. City Cobra oder Cobra von Stallone. Einmal nur geil. Der Film ist, naja, auch mit Brigitte Nielsen, auch recht cool. Auch hier seht ihr noch Bilder. Und was mir aufgefallen ist, wer von euch Resident Evil Fan ist, ich weiß nicht, ob es das Vorbild ist. Es ist ja so, dass die Macher von Resident Evil schon vom klassischen, der Shinji Mikami, großer Filmfan ist. Und auch jetzt, wo ich Resident Evil 4 Remake spiele, da gibt es ja diesen Bösewicht Krauser, einen Militärkämpfer. Und den gab es ja schon im klassischen Spiel. Und hier oben in der Ecke auch Barrett, Messer, das ist wie, als ob die den als Vorbild genommen haben. Kann durchaus möglich sein, weiß ich nicht. Ich weiß, dass sie auf jeden Fall sehr viel Filmvorbilder gehabt haben, da der eben halt großer Filmfan ist und man sich sozusagen ein bisschen bedient hat an Anspielungen von zahlreichen Sachen. Na, jedenfalls, unabhängig davon, geiles Cover, kann man ja auch wirklich nicht anders sagen. Ja, aber nur geil. Ja. Und das war's auch schon. Das war die Ausbeute von 2 Flohmärkten. Ich habe jetzt da auch nicht so viel erwartet, muss ich sagen. Es ist leider bei diesem Flohmarkt immer mal wieder so, dass der mal was haben kann, mal was nicht haben kann. Ist eben halt immer das Problem, wenn da ja Händler viele Händler sind. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich weiß, im Juni sind ein paar Flohmärkte, wo mehr Privatleute sind. Lassen wir uns überraschen, was ich haben werde oder was wir finden werden. Ansonsten, das war's. Was ist das Highlight für mich? Diesmal die LPs, auch wenn ich keine LPs höre. Für mich ist das wirklich wegen den Covers, wegen dem Angucken einfach. Das ist das Ganze und ja, das war's auch einfach. Ne? Also, ihr seid dran. Kommentare, liken, abonnieren, die Glocke bimmeln lassen, damit ihr wisst, wann das nächste Video von mir kommt. Und ich verabschiede mich jetzt und ich... Was ihr jetzt nicht sehen werdet, dass ich nochmal so ein Überview filme, den ihr jetzt seht.